Gott, schneide ich nicht. Oh, du hättest es doch gern, wenn ich mich schneiden würde. Dann kannst du sagen, ich hab's dir ja gesagt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? I'll take you for a drive. Hier haben wir den Benzin-Tank und da unten den ersten Benzinhahn, den wir schon zugemacht haben und wo hier diese furchtbaren Schläuche dran hocken. So, da kommt schon das Benzin raus. So. Und sehen wir aus einem raus, interessant. Dann wird der andere Benzinrückführung, kann das sein? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das interessiert mich jetzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der andere Reserve ist. Das Benzin sieht eigentlich ganz gut aus. Also eine Verunreinigung oder so. Es kommt auch was raus. So, Großteil ist raus. Ein bisschen schwappt es noch hin und her, aber das kriege ich da jetzt nicht raus. Darum schraube ich jetzt einfach mal. Ziehe das Ding raus. Der Rest wird dann einfach noch rauskommen. Da ist der Benzinfilter. Da ist ein bisschen Dreck drin, aber ansonsten sieht der gut aus. Hier ist der Filter, Benzinfilter. Den habe ich jetzt gerade einfach hier rausgezogen. Wenn man das sieht, ja doch, da. Man kann also ein bisschen, mit ein bisschen Wackeln den da rausziehen. Ich habe es ganz vorsichtig gemacht, um ihn nicht zu beschädigen. Darum sehe ich, das da war ich nicht. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Benzinfiltern, aber ich glaube, die filtern nur, wenn die dicht sind. Und da kann ja eigentlich einfach Benzin durch. Also kommt da eigentlich ungefiltertes Benzin dann ins System. Was dafür sprechen könnte, dass einer der Schläuche zusitzt, was ein Grund sein könnte, weshalb die nicht genug Benzin bekommt. Ich werde jetzt auch einmal nochmal den Benzinhahn hier auseinandernehmen. Hier sieht man die Dichtung, die sieht noch gut aus. Schon ein bisschen älter. Die ist auch leicht erhaben, wenn man es drauf kriegt. Aber wenn man hier drüber geht, dann merkt man, dass hier ein bisschen über das Metall hinweg geht, damit es auch abdichtet. Und da ist ja auch nichts ausgelaufen, da war alles in Ordnung. Und der ist auch nicht zugesifft, so wie der andere. Man kann den hier auseinandernehmen, also werde ich den da gleich auch nochmal auseinandernehmen. Gucken, ob da vielleicht ein O-Ring undicht ist. Weil das würde dafür sprechen, warum der so zugesifft aussieht. Weil der hier ist ja in Ordnung. So, ich habe jetzt hier die Schelle abgenommen. Mit hübscher Beschriftung. Dahinter sieht man das hier. Da kommt noch eine Feder rein, die da liegt. Wenn man das eben dreht, dann gehen da diese Dinge dazu. Ich würde das jetzt zeigen, allerdings habe ich nur zwei Hände. Ach ja, genau, hier. Würde der jetzt lecken, dann würde das hier dran liegen. Das ist die O-Ring-Dichtung vom Benzinern. Also das hier ist eben, das man dann auf und zuschraubt. Das sieht aber auch noch gut aus. Also alles ein bisschen alt, aber keine Risse. Und der dichtet auf jeden Fall noch. So, wir haben hier den Benzinern, ja den ersten, genau, mit dem kaputten Filter. Hab den jetzt wieder zusammengesetzt und ja, der könnte auch noch ein bisschen sauberer sein. Das wichtige Teil ist aber das hier, was ja total zugesifft war. Das sieht jetzt so aus. Also schön, schön sauber, wie die 40 Bar hilft. Ja, und hier dieses Ding ist diese Einstellschraube, die steckt da. Also ich finde Fokus. Die steckt da so drin. Und da kann man dann, ja, dann mit dem Ding dreht man dann das. Und damit kann man dann einstellen, auf welche Einstellung. Ja, ob auf Reserve oder auf den anderen Wumms. On, an einfach, on, ja, hier, no. Auf no, genau. So, der Benzinfilter ist kaputt. Ich hatte versucht, den mit Panzertape zuzukleben und dann ist mir aufgefallen, dass Benzin ja ein Lösungsmittel ist und dass ich dann einfach Panzertape im Tank gehabt hätte. Also das war ein kleiner Brainfart. Hab ich erst gar nicht gefilmt, weil, naja. So, und da drin habe ich jetzt erstmal nur so zusammengesetzt. Da hat es mir die O-Ring-Dichtung zerfetzt. Die da, auch bei dem hier ist sie, also
Das ist ja der, der eigentlich Probleme gemacht hat. Und diese Dichtung hier, die sieht zwar noch gut aus, genauso wie die andere. Aber die andere hat es mir zerlegt, als ich versucht habe, sie da wieder reinzustecken. Also ist er einfach, dachte sich so, nö, ich will hier nicht rein. Und ist dann zerrissen. Und ja, die ist undicht. Also die liegt gar nicht an der Wand dran. Darum ist der wahrscheinlich undicht. Ja, und jetzt war der ja total zugerußt. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Drehmelder Fokus. Mit einer schönen Bürste, das hier sauber zu polieren, und das sieht richtig gut aus. So wie neu der Benziner. Jetzt hier glänzt wieder richtig schön. Da ist vorher. Da ist schon poliert. Dichtung habe ich bestellt. Also sowohl einmal die hier für die Membran, als auch O-Ring-Dichtung und neue Benzinschläuche. Weil die waren ganz nötig. Und ich brauche wahrscheinlich auch eine neue Batterie. Weil ich habe also einmal die wieder eingebaut und den Anlasser getestet und den Anlasser hat gedreht. Aber als ich sie danach gemessen habe, war Spannungsabfall. Also ja, eher schlecht. So, jetzt war ich ein bisschen mit dem Dremel hier am Werk und guckt euch das an. Ah, oh, es glänzt. Und da ist auch ein schönes Loch. Hier das, sieht man das? Ach, toll, toll, wie der jetzt aussieht. Wie neu, schon fast. In so ein paar Ecken bin ich nicht rangekommen, da zum Beispiel. Und ja, so ein paar Ecken nicht, aber ich finde, ich habe es gut hingekriegt. Also, der sieht echt wieder richtig, richtig gut aus. Dann wollte ich mit der Seite hier weitermachen. Und dann kamen plötzlich Plastikspäne aus dem Dremel raus. Ja. Dann ist diese, also der hatte so eine komische Plastikkupplung von Motor zu diesem Drehteil und die hat es zerfetzt und die kam dann da rausgespänt und dann war er kaputt. Ja, also er hat sich selbst zerstört. Darum konnte ich jetzt mit der Seite nicht weitermachen und die ist jetzt immer noch so alt und hässlich. Das ist jetzt super, super clean. Wunderschön. Und ich habe hier meine Durchlassprüfung gemacht, habe gerade da eben Wasser durchlaufen lassen und habe es jetzt wieder sauber, also nicht sauber, sondern trocken gepustet. Und der ist vollkommen in Ordnung, also das fließt es nur so. Also dieser Abschnitt ist dann auf On und wenn man dann auf Reserve umschaltet, sind dann noch die letzten drei hier. Ja, jetzt lässt man noch ein bisschen was im Tank übrig, dass man noch zur Tankstelle fahren kann. Das ist eigentlich ganz cool gelöst. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was eigentlich potenziell dafür sorgen könnte, dass die nicht genug Sprit bekommt. Weil der war eigentlich in Ordnung. Abgesehen davon, dass das hier undicht war. Und da ab und zu ein bisschen was rausgekommen ist. Mein Plan war ja jetzt, da der hier kaputt ist und so einen Riss hat, habe ich mir einen Benzinfilter, also Schlauchbenzinfilter, bestellt. Ja, ist nicht die beste Lösung, aber den nachzukaufen habe ich nirgendwo gefunden. Total doof. Und ich muss jetzt ja das dann über den Schlauchbenzinfilter machen. Also hier unten habe ich dann die beiden Schläuche für Reserve und einen normalen Zufluss. Und dann mache ich einfach in beide Schläuche, total umständlich, mache ich dann beide so einen Schlauchbenzinfilter rein, bevor es zum Benzin angeht. Und das ist jetzt so der Stand der Dinge und jetzt warte ich einfach nur auf die Lieferung. Das Paket ist gekommen. Die habe ich mir schon vorab gekauft. Ein Kraftstoffschlauch. Für Ottomotoren wohl gemerkt. Oh, der ist ganz schön warm geworden. Und vier Schlauchstellen. Für den Fall, dass das, was da drin ist, nicht passt. Weil da drin ist auch ein Kraftstoffschlauch, aber keine vernünftigen Schlauchstellen, sondern so Clips. So, was haben wir denn hier? Dichtungssatzpapier. Dichtungspapier Abil oder so. Genau, dann Schlauchclips, Benzinhahn, Dichtsatz. Das ist das Wichtigste, weil da diese Papierdichtung drin ist. Dann O-Ring-Sortiment, Gewebebenzinschlauch und zwei Benzinfilter. Genau, sehr schön. Das ist sehr nützlich. Das hier ist, darum ist die Packung so groß. Das ist einfach Dichtpapier, das kann man sich selber zusammenschneiden, weil das die Dichtung, die hier drin ist, nicht passt, aber die sieht schon sehr gut aus. Das sieht sehr nach dem aus, was ich brauche. Da ist auch noch eine Membran drin, aber die passt nicht für unsere Zwecke. Und auch ein O-Ring. Dann hier dieses schöne O-Ring-Set. Der Benzinschlauch, der ist dicker als der, den ich schon gekauft habe. Hier diese beiden Billo-Benzinfilter, die aber sehr gute Bewertung haben. Das sind einmal Benzinfilter, eigentlich auch nur so ein Sieb.
wie man ja schlecht sehen kann, aber auch einfach ein Sieb, durch das ein bisschen durchkommt und so 90 Grad Winkel. Die sind so hässlich, dass ich die versuche irgendwie unter dem Tank zu verstecken und nicht direkt am Benzinhahn anzuschließen. Und das ist das, was ich meinte, eben diese Schlauchclips. Und denen vertraue ich nicht so ganz, darum habe ich nochmal extra Schlauchklemmen gekauft. Und die hier nur für den Notfall. Yep. Ah, guck mal, so eine schöne Zipper-Tüte. Ach ja. 1 Meter Motorrad eingeweiht. Oh ja. Nicht mich filmen. Nicht filmen. Also. Oh ja. Mmh. Oh. Jetzt steckt er da drauf. Ich sehe gerade, wir kriegen wahrscheinlich ein kleines Problem mit der Dicke. Oh nein. Und sowas denkt man ja nicht, ne? Es gab keinen dünneren Schlauch. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Nicht das Filmen, nicht mein Failure-Film, weißt du. Ah. Fuck my life. Ja, na ja, toll. Na ja, gut, jetzt film das hier gerne auch. Du hast gesagt, wir sollen alles filmen. Gleich ramme ich mir diese Zange in die Hand und dann kann ich nie wieder Motorrad fahren. Ich kann's noch. Nein, kannst du nicht. Du hast keinen Führerschein, Edge. Ah, oh, diese Dinger regen mich auf. Legen wir sie weg. Fuß hoch. Niemals. Alter. Die also nicht schneiden, sondern mehr so. Wubbeln. Wubbeln. Und den müssen wir jetzt an einer Seite ausdünnen. Wo ich richtig viel Lust zu habe. Oh, man hat das Kennzeichen gesehen, du hast es. Ich hab's extra hier unten hingelegt. Wenn du da stehst. Ach, scheiße. Jetzt hab ich keine Lust. Wer von euch kann von sich behaupten, dass er schon mal einen Schlauch geschnitzt hat? Du. Ja, eben. Da sieht man richtig schön. Warte, lass mich das in dieses Schutzgewebe. Das werde ich jetzt richtig zerschneiden hier. Damit es auch genau da, wo es wichtig ist, undicht wird. Geil. Gott, schneid dich nicht. Oh, du hättest es doch gern, wenn ich mich schneiden würde. Dann kannst du sagen, ich hab's dir ja gesagt. Jetzt muss ich gucken, welcher ja. We'll be right back.